Hier können wir wieder ernten. Sehr gut. Hier unten gibt's nichts. Ich brauche den Schlüssel dafür. Ich will da mal rein. Auch wenn das ziemlich eklig ist. Ich will da rein. Ich will wissen, warum die Kinder das dann immer so viel Angst davor hatten. Falls wir diese Szene überhaupt schon hatten. Ich glaube schon. Ich bin felsenfest überzeugt davon, dass wir diese Szene schon hatten. Okay. Oh, Eichhörnchen. Ich wollte gerade sagen, ansonsten können wir hier wohl nichts mitnehmen, oder was? Aber doch, den Löwenzahn können wir mitnehmen. Gut. Ansonsten können wir echt nichts mitnehmen. Okay. Boah, ich bin müde, ey. Ich bin auch vorm Aufnehmen eine Dreiviertelstunde vorher aufgestanden oder so. Glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie lange. Also wie lange davor ich aufgestanden bin. Auf jeden Fall nicht gerade die Welt. Und wir haben es jetzt gerade mal 12.21 Uhr und um diese Uhrzeit stehe ich nochmal auf. Ich wollte halt unbedingt aufnehmen. Weil ich zum Beispiel bin so jemand, ich kann nicht aufnehmen, wenn mein Freund jetzt hier gegenüber sitzen würde, weil wir haben ein gemeinsames Zockerzimmer. Und wenn er jetzt dort sitzen würde, ich könnte dann nicht aufnehmen. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Das kann ich nicht. Ich weiß nicht warum. So, wir haben relativ viel wieder zum Verkaufen. Das heißt, wir gehen jetzt gleich dann direkt wieder schlafen. Obwohl, wir haben noch Geoden, oder? Ja, drei Stück. Die lassen wir noch schnell aufbrechen. Ich muss mir auch mal aufschreiben, was was kostet, weil ich will nicht jedes Mal dahin zu dieser Tussi da. Sollte ich mir vielleicht mal aufschreiben und hier jedes Mal dann hinlegen. So für den Fall, falls wir was kaufen können, wie zum Beispiel den Brunnen. Rein theoretisch könnten wir den auch kaufen. Warum bin ich hier? Ich wollte nicht hier hin, ich wollte zu dem Typen da hinten. Nicht zu dir. Tschüss. Danach könnte ich vielleicht zu dir. Nee. Geode aufbrechen. Fünf Steine. Ein Alamit. Okay. Und noch ein Stein. Okidoki. Dafür wird er jedes Mal 2000 haben. Ich brauche die Gießkanne. Unbedingt. Weil ich glaube, mit der Gießkanne kannst du da mehrere Pferde auf einmal gießen. Und das würde mir einiges ersparen. Aber erst möchte ich unbedingt irgendwas. Ich möchte vorher irgendetwas kaufen für den Hof. Und nicht nur einen Brunnen. Perfekt. So. Kennen wir uns schon? Vergiss nicht, dir die Hand vorzuhalten, wenn du niest. Und denk daran, dir danach die Hände zu waschen. Sonst noch irgendwas? Du bist nicht mein Vater, Junge. Außerdem niest man nicht in die Hand, sondern so in den Ellenbogen rein. Da hustet man auch rein. Ich muss gleich nochmal zum Museum, alles klar. Kommt was ausgegraben, was da haben könnte. Naja, okay. So. Ich gehe dann morgen dorthin, um dem das zu geben.
Ja, ich verkaufe jetzt alles. Das vergessen. Weg damit. Und wieder schlafen. Damit wir den Tag danach wieder in die Mine können. Wäre jedenfalls super. 721G. Geht doch. Nein, ich will nicht ins Bett gehen. Da komme ich gerade her. Ein Brief. Ich habe meine Lieblingsaxt verloren. Wenn du sie findest, bring sie sofort zurück. Ich habe eine ganz schön schwere Zeit ohne sie. Wer auch immer sie findet, bekommt 250 Gefunder Lohn. Schönes, ich weiß genau, wo die ist. Die ist nämlich immer an demselben Ort. Und tut mir leid, dass das jetzt kein 100% Blind-Let's Play ist, dass ich das jetzt weiß, aber. Ey, komm. Wenn ich das damals nicht gegoogelt hätte, tatsächlich, privat natürlich, wenn ich das damals nicht gegoogelt hätte, hätte ich die niemals gefunden. Das ist. Die ist an so einem bescheuerten Ort versteckt. Da hinten ist sie nämlich. Warum hackt die hier Holz? Warum? Weil ich ging immer nur hier lang und dann hätte ich die da hinten nie gesehen. So. Wo wohnt Robin nochmal? Und wer ist Robin genau? Gut. Zu ihr wollte ich ja sowieso noch. So, gut. Dann gehen wir mal zu Robin. Ihr ihre Axt bringen, weil sie ihre Axt wie ein Kind behandelt, weil sie die liebt. Wie sonst was, anscheinend. Katze braucht trinken und Streicheln halten. Super. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ein Napf für die Katze ist, ne? Das sieht auf jeden Fall aber so aus. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwas bringt, dort Wasser rein zu klatschen. Ich glaube sehr weniger. Ja, wir werden das definitiv gleich dorthin bringen. Hey, Robin, ich habe deine Axt gefunden. Kriege ich jetzt bitte kostenlos einen Pferdestall? Alter, das ist doch nicht wahr. Hartholz. Wo kriege ich Hartholz her? Das sind diese fetten Baumstämme, oder? Da muss ich zuerst die Axt verbessern. Genau, das mache ich jetzt. Ich verbessere die Axt und gucke, ob das dann Hartholz ist. Weil wenn das Hartholz ist, haben wir ein Problem weniger, weil ich will verdammtes Pferd haben. Dieser Charakter läuft mir zu langsam, okay? Es ist halt einfach wirklich so. Hier wollte ich nicht hin. Ich will hier unten hin. Ja, zu dir wollten wir auch. Werkzeug verbessern. Fünf Kupferbarren brauchst du? Okay, gut. Dann gehen wir gleich in die Mine. Hi. Neue Belohnung. Yay. Pflanze sie im Sommer.
Oh, Melonensaat. Oh, geil. Die wird im Sommer auf jeden Fall gepflanzt. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Nach Hause. Schauen, wie viel Kupferbarren wir machen können. Und hoffen, dass wir genug haben. Weil wenn wir genug haben, dann können wir eine Axt machen. Also die neue, die Kupferaxt. Wäre auf jeden Fall cool. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Erstmal gucken, wächst hier irgendwas wieder ran? Jo, da hinten. Perfekt. So. Ach, pro zwei Kupfererze gibt es einen Kupferbarren. Okay, gut. Ich würde dann mal sagen, in der nächsten Folge gehen wir in die Mine. Ja, Gott, komm. Das wird jetzt noch hier reingepackt. Das hier auch. So. In der nächsten Folge gehen wir dann in die Mine. In dem Tag haben wir jetzt nicht so viel geschafft, aber wie gesagt, nächste Folge gleich Mine, Kupfer holen und Kupferaxt erstellen und hoffen, dass wir damit Hartholz bekommen und dann das Ziel Pferdestall haben. Alles klar, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!